Heute Morgen um 8.45 Uhr treffen drei Männer am Amtsgericht Frankfurt aufeinander, offenbar zu einem gemeinsamen Prozesstermin. Doch noch vor dem Gebäude greift der mutmaßliche Täter mit Messer und Schusswaffe die beiden Opfer an. Der eine Mann ist sofort tot, der andere stirbt kurz danach im Krankenhaus. Bei dem Gerichtstermin ging es laut Staatsanwaltschaft um eine tödliche Messerattacke auf einen Autohändler. Frankfurter Innenstadt heute Morgen kurz vor 9. Die Polizei riegelt rund ums Landgericht die Eingänge ab. Feuerwehr und Rettungssanitäter sind vor Ort. Es wurden Schüsse gemeldet und eine Messerstecherei. Offenbar passt der Täter, ein 47-jähriger Afghane, seine zwei Opfer vor dem Gerichtsgebäude ab und geht mit Messer und Handfeuerwaffe auf sie los. Er setzte wohl auch beide Waffen gegen diese Personen ein, soweit wir wissen. Ein Mann starb noch direkt vor dem Haupteingang. Der zweite flüchtete zunächst nach innen in das Foyer, in den Eingangsbereich, wo er vom Täter verfolgt wurde und dort weiter traktiert wurde. Eilig eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen im Krankenwagen bleiben ohne Erfolg. Auch das zweite Opfer stirbt auf dem Weg zum Krankenhaus. Der Täter wird in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen. In einer Pressekonferenz am Mittag dann erste Hintergründe zu der Gewalttat. Beide Opfer, 45 und 50 Jahre alte Männer, waren angeklagt in einem aktuellen Prozess und wollten zu ihrer Verhandlung. Die Tat dann offenbar ein Racheakt. Der Hintergrund geht zurück auf das Jahr 2007. Da war der jetzige Täter Autohändler und hatte Streitigkeiten mit den jetzigen Opfern. Auch damals gab es ein Aufeinandertreffen mit Messern, bei dem der jetzige Täter verletzt wurde, sein Sohn verletzt wurde und sein Bruder getötet wurde. Der Prozess damals lief auf einen Freispruch heraus. Es war nicht auszuschließen, dass die beiden Männer in Notwehr gehandelt hatten. Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein. Seit Mittwoch wurde der Fall neu verhandelt. Eben an dem Gericht, vor dem der Bruder heute die blutige Rachetat verübte.